Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lieblingsdinge. Ich bin Aminata und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Kommt das Unboxing zu der Pinkbox. Überraschung zu der Pinkbox. Ja, was soll ich euch dazu sagen? Ich wollte die Pinkbox kündigen. Es war schon letzten Monat ein Versehen, dass sie noch auf meinem Kanal gab, weil ich sie schon längst kündigen wollte. Na, sagen wir mal so, nach dem Video, ein bisschen später, bin ich dann bei Pinkbox auf meinen Account gegangen, wollte die Pinkbox kündigen. Und dann habe ich gesehen, dass mein Einjahresvertrag einfach verlängert wurde und ich die Pinkbox jetzt noch ein Jahr an der Backe habe. Das heißt, alle Pläne in die Mülltonne geworfen. Ihr werdet die Pinkbox jetzt definitiv noch ein Jahr auf meinem Kanal sehen. Ich habe das Abo sofort gekündigt, aber das Jahresabo habe ich jetzt noch an der Backe. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist schon, ich würde jetzt nicht sagen Betrug, aber ist schon schlau gemacht auf jeden Fall, weil ich finde, man könnte wenigstens mal eine Infomail bekommen, wo dann steht, ah ja, kleine Erinnerung, ab nächste Woche wird dann der Vertrag verlängert, also das Abo verlängert oder so, aber einfach nicht drüber zu sprechen und dann einfach das Abo zu verlängern, das ist wirklich schon geschickt, weil ich habe es einfach verpeilt. Anders wie bei der Meidelbox, da war das so, dass das Abo nicht verlängert wurde, aber mir auch nicht Bescheid gesagt wurde, dass es gekündigt, also dass es ausgelaufen ist. Das heißt, da wurde das Abo sozusagen einfach nach einem Jahr nicht mehr verlängert. Finde ich trotzdem besser als das, weil das ist ein bisschen, da wird man einfach ein bisschen veräppelt. Ich finde, es reicht, wenn man einfach eine Nachricht schreibt und sagt, ab den und den Monat oder was weiß ich, wird es verlängert. Wenn du es nicht mehr haben möchtest, denk dran, es rechtzeitig zu kündigen. Aber ich denke, dass so die Geschäfte einfach nicht laufen. Und deswegen werde ich wahrscheinlich mit vielen Dingen nicht so erfolgreich sein wie andere Firmen oder sonst was, weil ich einfach nicht so unehrlich sein kann. Aber so ist es jetzt. Wir haben die Pinkbox noch ein Jahr an der Backe. Und diesmal ist hier so ein riesen Karton angekommen. Aber der Karton ist eigentlich relativ leicht. Ist hier auch was drin? Nee, also es war ein Riesenkarton, aber nur für diese eine Box. Alles klar. So, die Pinkbox hat ja seit letzten Monat ein neues Design. So sieht es jetzt aus. Pinkbox steht drauf. Eine, ich würde sagen, es ist keine pinke Box mehr. Es ist jetzt eine rosa Lachs-Aprikotfarbene Box. Kann ich gar nicht mehr so genau, also kann ich gar nicht so genau identifizieren. Ups, die Farbe. Aber sie ist auf jeden Fall die Box nicht mehr ganz pink. Summer Edition 2022 steht hier drauf. For Beauty Love ist das. Okay. Okay, das ist einfach wieder dieses, Mensch, wie heißt denn das? Dieses Rabattheftchen. Und dann ist hier einmal der Kleber. Das ist gefüllt mit vielen süßen Sachen. Und diesen Monat ist das Motto Hello Gorgeous. Okay, so sieht es aus. Und ich sehe gleich eine Sache, die ich schon mal in einem Video probiert habe. Und zwar war dieses Produkt in der Cakebox drin, ne? Von Cortina, diese Schokoladencreme, die hatte ich ja schon in dem My Cakebox Video mit euch ausprobiert. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich die so fand, schaut einfach bei dem Video vorbei. Ich werde euch das Video verlinken. Ich denke nicht, dass das hier im Preis steht. Dann machen wir weiter mit diesen beiden Tütchen hier. Und zwar ist es eine Gesichtsmaske, okay, von Bloom Beauty Essence. Revitalisierender Schönheitsschlaf steht hier. So sieht's aus. Von dieser Marke, glaube ich, gibt es so auch Nahrungsergänzungsmittel, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich muss mal gucken, was das ist. Das ist das Goodie. Und zwei Stück kosten 5,90 Euro. Bloom Baby Bloom steht hier. Die Anti-Aging-Maske verleiht deiner Haut in der Ruhe
der Nacht neuen Glanz und Spannkraft. Der einzigartige Feuchtigkeitsbooster und Inhaltsstoffe wie Granatapfel und Weizenkeimöl werden wie ein Schwamm von deiner Haut aufgenommen und sorgen für einen strahlenden Ton am Morgen. Mit der Night Spa Maske steht deinem Schönheitsschlaf nichts mehr im Weg. Positive Ausstrahlung am nächsten Tag garantiert. Okay, also es ist eigentlich, wenn wir so mal überlegen, es ist einfach eine Creme, die man sich abends drauf macht. Und ja, die nennt halt Maske. Aber ich bin halt der Meinung, sobald man eine Sache nicht mehr abwischt und sie über Nacht drauf lässt, ist es eine Creme. Weil morgens hat man ja nichts mehr zum Abwischen, würde ich jetzt mal sagen. Aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie so eine Nachtmasken funktionieren. So, 5,90 Euro kostet dieses Produkt. So, nächstes Produkt. Catchy Eye Mascara von Gosh. Okay. Gefällt mir schon mal von der Farbe, würde ich sagen. Ein schönes Rosa. Aber es ist halt so in so einem Plastik verpackt. Also ich kann es jetzt nicht aufmachen. Und diese Mascara kostet 11,99 Euro. Und hier seht ihr einmal, wie die Mascara aussieht. So. Nächstes Produkt, was haben wir hier? Von Averde ein Primer mit dreifach Hyaluronsäure. Ja, so sieht's aus. Primer finde ich sehr cool. Ist auch eine coole Sache, wenn man sich schminkt. Ich schminke mich aber zurzeit überhaupt gar nicht. Deswegen kann ich mit dem Primer nichts anfangen. Ich kann euch aber kurz erzählen, was dreifache Hyaluronsäure bedeutet. Und zwar gibt es drei verschiedene Hyaluronsäuren. Einmal die mittel-, hoch- und niedermolekulare Hyaluronsäure. Das heißt, eine Hyaluronsäure, die bis zu den Zellen geht. Eine, die auf der Haut bleibt. Und eine, die ein bisschen weiter in die Haut reingeht. Das heißt, hier ist einfach die komplette Menge an Hyaluron drin. Und ja, das einfach mal so, dass ihr versteht, was dreifache Hyaluronsäure bedeutet. Und ja, das ist einfach halt einfach ein Primer. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Was steht hier? Ist unter Hautschicht, ist blablabla, ist leicht und duftet angenehm. Sieht auf jeden Fall sehr süß aus und hier steht hinten auch nochmal drauf, dass es in die drei unterschiedlichen Hautschichten halt reinkommt. So, dann machen wir weiter mit diesem Produkt hier. Ach so, der Preis. Ich sag euch, ich bin ein bisschen verwirrt. Blablabla. Kostet 3,95 Euro der Primer. Man hätte auch noch einen Anti-Shine-Primer haben können. Wir haben aber den ganz normalen Primer mit dreifacher Hyaluron bekommen. Also den feuchtigkeitsspendenden Primer. So, dann haben wir hier von Cosnature Naturkosmetik ein Hydroserum mit Wasserlilie. 24 Stunden intensive Feuchtigkeit. Mal gucken, wie das aussieht, ob das ein Pumper ist oder so eine Pipette. Nee, okay, es ist mit so einem Pumper. Aber ich muss sagen, sieht eigentlich ganz schön aus, die Verpackung. Ach, ist gleich hier drauf. Hydro Serum Wasserlilie für 6,95 Euro. Die 24 Stunden Feuchtigkeitshormon, Hyaluronsäure, Wasserlilienextrakt und Bio-Aloe Vera schützt die natürliche Hautbalance und sorgt damit für einen natürlichen Glow. Dank des Intensiv-Care-Komplexes mit Squalan, Bio-Shea-Butter und Bio-Sonnenblumenöl verbessert das Power-Serum die Festigkeit und Elastizität und strafft deine Haut. Jeden Morgen und Abend nach Reinigung auftragen, einziehen lassen, über das Verfahren des Hautbefreiung. Also die scheint auch sehr gut zu sein. Vor allem kann man auch nichts falsch machen. Es ist Hyaluron drin, Aloe Vera drin. Also auch ein sehr cooles Serum. So, dann habe ich hier eine Sache von Pasa Beauty. Und ich wollte gerade meckern, aber ich kann nicht meckern. Und zwar wollte ich gerade sagen, ich hatte schon so eine Bürste in einer Box drin. Und ich habe in dem Video, wo ich das in der Box hatte, auch gesagt, dass Pasa Beauty wirklich in vielen Abo-Boxen ihre Produkte reinsteckt. Aber man merkt richtig, dass sie dafür sorgen und versuchen, dass in keiner Abo-Box die gleichen Produkte drin sind. So, ich hatte jetzt schon eine Bürste von Pasa, aber das ist hier eine andere Bürste. Und zwar ist es so eine größere, dickere Bürste. Also einfach eine andere Art von einer Bürste. Und die ist auch 100% vegan aus Zuckerrohr. Finde ich wirklich sehr cool. In dieser Welt von Beautyboxen, wo es so viel Beautyboxen und Produkte und Marken gibt, wo man einfach merkt, dass sich keine Mühe gegeben wird, ist das wirklich eine coole Sache. Einfach, man merkt, dass diese Pasa Beauty eine Marke ist, die sich Mühe gibt, denen es wichtig ist,
dass sie gut rüberkommen, weil ich finde nichts schlimmer als eine Marke, die einfach in jeder Abo-Box drin ist und immer das Gleiche. Und ich finde es richtig cool. Ich kenne Parsa Beauty jetzt schon aus diesen ganzen Boxen, Adventskalendern, aber ich kann wirklich nicht sagen, dass ich ein Produkt doppelt habe. Also man baut sich so eine kleine Reihe einfach von der Marke auf. Die sind trotzdem in jeder Box drin, also ich finde es wirklich fantastisch. So, was kostet die Box? Das ist die Pflegebürste Organic. Und kostet 11,99 €. Finde ich auch einen völlig in Ordnung angebrachten Preis. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier noch was habe. Ein Produkt habe ich hier noch von The Humpe Co. Okay. Natural Soothe Paste. Also Zahnpasta. Es ist eine natürliche Zahnpasta. Ich glaube, das ist eine schwarze Zahnpasta, ehrlich gesagt. Und irgendwie würde ich das aber ganz cool finden, weil ich wollte schon immer mal schwarze Zahnpasta ausprobieren. Aber jetzt muss ich mal gucken, ob die wirklich schwarz ist oder ob ich mir das nur einbilde. So, Zahnpasta mit Aktivkohle. Sehr cool, wollte ich wirklich schon immer mal ausprobieren. Kostet 3,99 €. Diese Zahnpasta wurde von Zahnärzten und mit Liebe zur Natur entwickelt. Sie wurde sorgfältig formuliert, um klinische Karies vorzubeugen. Das strahlende Weiß der Zähne zu schützen und dein natürliches strahlendes Lächeln zu unterstreichen. Zeitgleich hältst du gerade eine ökologische, effiziente Verpackungslösung in der Hand. Denn die Tube besteht aus einem dünneren Gewebe. Die Verwendung von Kohlenstoff konnte so auf ein Minimum reduziert werden. Finde ich sehr cool. Ich glaube, das werde ich selber ausprobieren, weil ich wollte schon immer mal schwarze Zahnpasta ausprobieren. Also sehr cool. Das war das letzte Produkt aus der Pink Box. Ihr merkt, ich war heute ein bisschen verwirrt. Es ist schon spät. Ich bin eigentlich schon müde und ich war nicht mehr so ganz auf der Höhe. Wir haben hier einen Gesamtwert von 44,77 €. Und ich zeige euch nochmal, was drin war. Wir hatten einmal die schwarze Zahnpasta drin. Wir hatten einmal dieses Feuchtigkeitsserum drin. Wir hatten die Mascara. Dann diesen Primer mit Dreifachhyaluron. Ihr wisst jetzt Bescheid, was Dreifachhyaluron bedeutet. Dann haben wir einmal hier diese Übernacht-Leave-In-Maske. Dann habe ich hier einmal dieses Geschenk drin gehabt. Und einmal die Bürste von Parsa Beauty. Das war die Pink Box, die ich eigentlich nicht mehr haben wollte. Jetzt ist sie da. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das jetzt schlimm findet, dass die Pink Box ein ganzes Jahr weiter bei mir auf meinem Kanal zu sehen ist. Ehrlich gesagt, auch wenn ihr es schlimm findet, ich kann es selber nicht mehr ändern. Ich hatte auch keine Lust mehr auf die Pink Box, aber jetzt ist sie da. Dann machen wir einfach das Schöne. Ein schönes ein Jahr mit der Pinkbox draus. Ich kann es nicht mehr ändern. Und dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Um nichts mehr zu verpassen, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke. Darüber freue ich mich wirklich immer sehr, wenn ich wieder auf YouTube gehe und sehe, ich habe neue Abonnenten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.